Hallo und herzlich willkommen zu Teil 4 meiner Lernvideoreihe Cyberlink Power Director in der Version 15. Nach dem Start auf das Programmsymbol öffnet sich der Power Director mit einem neuen Projekt, sprich es ist alles leer hier. Im Teil 4 möchte ich heute über die Zeitachse bzw. Storyboard reden und euch die ganzen Möglichkeiten zeigen, insbesondere was das Spurmanagement betrifft. Damit es etwas einfacher wird, lade ich mir ein paar Videodateien rein. Die Videodateien werden jetzt importiert. Das sind Aufnahmen, die ich mit einer Sony RX10 Mark III gemacht habe. Anhand der möchte ich euch jetzt hier die Zeitachse etwas näher bringen. Das ist die Videospur, das erkennt man hier an diesem Filmsymbol und an dem Lautsprechersymbol erkenne ich die Tonspur. Da das Landschaftsaufnahmen sind, ist natürlich der Ton relativ mehr oder weniger nur ein atmosphärischer Ton. Deswegen sind die Ausschläge hier auch relativ gering. Ich habe hier die Möglichkeit, die Videospuren manuell zu vergrößern, um einfach die Bearbeitung etwas komfortabler zu gestalten. Dann habe ich einen besseren Überblick. Die importierten Videospuren kann ich einfach hier runterziehen und anfügen. Es gibt so eine Art Magnetfunktion, dann dockt das direkt an. Man hat keinen Abstand zwischen den einzelnen Videotracks. Das kann man hier unter den Einstellungen regeln. Das ist hier dieser Haken, aktivieren Sie, an Clips in Zeitachse verankern. Das erleichtert einem die Arbeit. So, wir machen mal die wieder etwas kleiner. Ich kann sie natürlich auch deutlich verkleinern. Jetzt habe ich hier die Videospur und Tonspur 1. FX, das ist, hat was hiermit zu tun, mit den Effekten. Das heißt, wenn ich einen Effekt habe, kann ich den hier zum Beispiel in diese Spur ziehen und dort ist er automatisch dann in dieser Spur verankert. Dann habe ich hier die zweite Video- und Audiospur. Danach kommt die Textspur, das heißt, hier kann ich Titel integrieren. Wenn ich einen Filmkommentar aufnehmen möchte, dann kann ich den in dieser Spur ablegen oder ich habe hier die Musik. Natürlich kann ich auf dieser Audiospur auch Kommentare reinziehen bzw. Musik hinterlegen. Es ist einfach nur der besseren Orientierung halber. Das sind so die Grundeinstellungen, wie der Power Director startet. Während eines Videoprojektes kommt es häufig vor, dass man mehrere Spuren benötigt als jetzt diese zwei, die standardmäßig eingestellt sind. Das ist relativ simpel möglich. Ich klicke einfach hier rein ins Leere, rechte Maustaste und kann Spur hinzufügen machen. Dann erwartet mich ein neues Dialogmenü und dann kann ich ganz genau sagen, wie viele Videospuren hätte ich denn gerne und wie viele Audiospuren hätte ich denn gerne. Da bin ich ganz frei in der Wahl und dann kann ich noch sagen, wo es platziert werden soll. Wir lassen jetzt mal eine Videospur unterhalb der Spur 2 und eine Audiospur auch unterhalb der Spur 2. Gehen auf OK und jetzt sieht man schon, hat sich hier eine dritte Video- und eine dritte Audiospur ist hinzugefügt worden. Jetzt nehmen wir mal eine weitere Videodatei. Klipsen die hier an oder wir schieben sie mal so ein bisschen in die Mitte, um den Effekt besser zu zeigen. Das der Videospur 1 ist natürlich auch hier in der Vorschau möglich, das sich sofort anzuschauen. Es gibt keine besonderen Renderzeiten, die zu beachten sind. Gehe ich wieder auf Stopp, dann springt der Cursor hier wieder ganz normal nach vorne. Jede weitere Videospur, die danach kommt, ist priorisiert. Das heißt, die Videospur 2 liegt auf der Videospur 1 und die Videospur 3 liegt auf der Spur 2 und 1. Deswegen zeige ich das mal so.
so leicht versetzt, was passiert beim Abspielen. Also hier wird nochmal die Videospur 1 jetzt abgespielt. Jetzt ist Videospur 2 priorisiert. Das Programm schaltet automatisch um und gleich geht es auf Videospur 3. Und dann habe ich Videospur 3, die abgespielt wird. Wenn dann kein Video mehr auf 3 oder 2 ist, dann wird wieder das Bild angezeigt, was auf der Videospur 1 vorhanden ist. Genauso verhält sich das natürlich mit der Tonspur. Kommen wir als nächstes zu diesen Symbolen. Dieses Häkchen bedeutet, dass diese Videospur aktiv ist. Das heißt, in diesem Fall ist die Videospur 1, 2 und 3 aktiv, 4 ist aktiv, die Textspur ist aktiv, die Kommentarspur ist aktiv und die Musikspur ist aktiv. Das kann ich natürlich individuell ausschalten, um gegebenenfalls hier in der Priorisierung der einzelnen Videospuren manuell einzugreifen. Oder manchmal macht auch keinen Sinn, dass die Tonspur aktiv geschaltet ist, sondern dass ich sage, ich habe eine Tonspur, die habe ich durch ein externes Gerät aufgenommen und die liegt grundsätzlich auf einer eigens dafür hinterlegten Spur. Das heißt, die Tonspur, die normalerweise beim Video dabei ist, wird somit deaktiviert. Das kann ich mit allen Spuren hier natürlich individuell machen. Was passiert, wenn ich den Haken rausmache? Das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Hier an der Videospur 2 sieht man es am besten. Dann, da in der Videospur 3 kein Video vorhanden ist, ich deaktiviere es, geht es automatisch wieder in der Priorisierung auf die Videospur 1. Gehe ich jetzt hier weiter. Der Haken in der Videospur 3 ist vorhanden, hat somit Priorität, weil 3 über 2 und 1 liegt. Und somit wird wieder Videospur 3 angezeigt. Als nächstes Symbol haben wir diese Schlösser. Das heißt, hier kann ich eine Spur sperren. Wenn das Schloss gelb-orange angezeigt wird, dann ist diese Spur gesperrt. Das heißt, ich kann jetzt hier reinklicken, aber ich kann den Clip nicht mehr aktivieren. Natürlich kann ich hierüber Clip oder Film die Markierung setzen, aber mehr kann ich auch nicht machen. Das heißt, ich kann auch nichts großartig hier verändern. Ihr seht schon, das funktioniert einfach nicht. Das ist oftmals sinnvoll, wenn ich zum Beispiel ein Videoprojekt über mehrere Spuren schon erstellt habe und dass ich dann gegen unbeabsichtigtes Verschieben oder dass die Synchronität nicht mehr gegeben ist, sperre ich einzelne Spuren. Es macht natürlich oftmals Sinn, Bild und Ton, damit das synchron läuft, beides zu sperren. Weil, was jetzt möglich wäre, ich könnte hier zum Beispiel den Ton verändern. Durch das Sperren habe ich letztendlich die Videoverlinkung zu Audio- und Videobild aufgehoben und dann kann das hier natürlich zu Fehlern führen oder ich kann es ganz bewusst einsetzen, weil durch den Cut, den ich hiermit gemacht habe, konnte ich weiterhin die Audiospur trennen, aber nicht die Videospur, weil die durch das Schloss gesperrt war. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie ihr einzelne Videoclips auf den jeweiligen Spuren löschen könnt und was ihr dabei beachten müsst. Wir schieben mal den Videoclip hier hin und den Videoclip da, um zu verdeutlichen, was alles passieren kann und was man sich einprägen sollte. Hier oben sind drei einzelne Videoclips. Ich möchte jetzt den mittleren hier löschen, weil der passt mir nicht, warum auch immer. Ich kann jetzt entweder mit der Taste Entfernen auf der Tastatur machen, dann öffnet sich dieses kleine Menü. Entfernen und Lücke lassen, passiert das. Das heißt, ich habe hier ganz bewusst eine Lücke gelassen. Die nächste Möglichkeit ist Entfernen und Lücke füllen. Das bedeutet, auf der Videospur, wo ich den Clip löschen möchte, wird auch nur die Lücke gefüllt. Die zwei Clips haben sich aber nicht verändert. Das bedeutet, wenn ich das bewusst so eingesetzt habe, passt das. Habe ich aber nicht dran gedacht, bedeutet das, dass vielleicht hier keine Synchronität mehr gegeben ist, weil die Clips quasi ein paar Sekunden zu spät kommen. Deswegen, wenn ich das hier löschen möchte, ich klicke wieder auf die Entfernen-Taste
kann natürlich auch mit der rechten Maustaste draufklicken. Entfernen, Lücke füllen und alle Clips verschieben. Schaut hin, was passiert. Und dann werden auf den darunter liegenden Spuren auch alle Clips oder Audiospuren mit verschoben. Das ist immer ganz wichtig, dass man sich im Vorfeld klar ist, was man möchte, damit man später beim Abspielen der Vorschau nicht auf einmal feststellt, da stimmt doch was nicht, irgendwelche Clips kommen einfach ein paar Sekunden zu spät oder zu früh. Es läuft nicht mehr so synchron, wie ich mir das wünsche. Der nächste Punkt, was ich euch zeigen will, Text. Dann habt ihr hier oben das T für Text und dann kriegt ihr quasi alle Möglichkeiten angezeigt, die Cyberlink automatisch mit liefert. Wir bleiben aber im Standardtitel. Jetzt stellt ihr schon fest, ich kann hier den Text einfügen. Hier könnte ich den Text einfügen. Auf der. Ich kann natürlich auch auf die Textspur gehen. Ich empfehle immer vom Handling, geht auf die Textspur, weil dann habt ihr für die spätere Übersicht und wenn ihr Projekte habt mit Filmen von ca. 10 Minuten mit vielen textlichen Hinweisen, dann kommt ihr einfach nicht durcheinander. Gewöhnt euch einen festen Turnus an, wie ihr damit umgeht. Die Wirkung ist aber auf allen Spuren die gleiche. Ihr seht, da verändert sich nichts. Ich kann auch hier das da drauflegen. Also es wird mir angezeigt, aber Achtung, wenn ich jetzt auf Überschreiben gehe, dann schreibt er mir das hier rein und hat diesen Clip auf einmal geteilt. Wenn ich das beabsichtigt gemacht habe, schön, aber Achtung, die Tonspur. Das heißt, hier ist irgendwie vielleicht was nachzubearbeiten. Ich kann natürlich diesen Clip wieder nehmen und kann ihn rausziehen, aber dann habe ich hier eine Lücke. Und diese Lücke zu vermeiden, empfehle ich immer, den Text auf eine eigene Spur abzulegen. Ihr wollt Musik einfügen. Dann gehen wir erstmal auf Medium-Dateien importieren, weil ich will jetzt nur ein Lied einfügen. Dann wird dieses Lied ganz normal hier auch importiert. Hier ist es bei mir eingestellt, dass es alphabetisch sortiert ist. Ich kann natürlich hier auch die Filter anwenden, dass ich sage, ich möchte jetzt nur Musik, also sprich eine MP3, eine WAV oder sonstige Audioformate angezeigt bekommen. Ich nehme den Titel, ziehe ihn hier runter und integriere ihn hier auf die Musikspur. Jetzt habe ich ganz normal die Musik hinterlegt. Diese Musikspur kann ich natürlich auch bearbeiten. Ich kann sie hier lauter, leiser machen. Ihr seht schon hier, der Cursor verändert sich. Kann ich hier sogenannte Punkte einsetzen, ja, ich nenne es mal Keyframes, ja, und kann jetzt hier die Lautstärke entsprechend variieren. Mit der Maus ist das natürlich nur eine sehr grobe Sache und es gibt weitere Möglichkeiten, die Audiospur viel komfortabler zu bearbeiten und dazu komme ich aber in einem späteren Video. Ihr habt jetzt hier in der Audiospur manuell Keyframes eingefügt und habt jetzt hier irgendwas verändert in der Lautstärke. Ihr seht schon, das ist relativ simpel, aber um es ganz genau zu machen, ist es halt doch schwierig mit der Maus das so einzustellen, dass das alles funktioniert. Jetzt habt ihr aber eine ganze Menge hier an Keyframes eingestellt und stellt fest, ich möchte gerne wieder die Originallautstärke haben. Die jetzt alle wieder manuell zu löschen, ist relativ unkomfortabel. Rechte Maustaste und ich kann Originallautstärke wiederherstellen. Alle Keyframes werden gelöscht. Das muss man natürlich berücksichtigen. Ich habe wieder die Originallautstärke. Noch ein Wort zu den Spuren. Wie ihr hier seht, sind, sage ich mal, jetzt in der Übersichtlichkeit fehlt mir ein bisschen Platz nach unten. Was ich als erstes machen kann, ich kann hier diese Markierung nehmen und kann das ein bisschen in der Höhe variieren. Ich muss halt immer noch gucken, dass meine Vorschau soweit passend ist, dass es mir nicht zu klein wird. Auch oft, wenn ich hier viele Dateien drin habe, muss ich natürlich auch viel scrollen. Das ist auch ein Punkt.
Was noch zum Spurmanagement zu sagen ist, ich habe hier mit der rechten Maustaste die Möglichkeit, die Videospurhöhe anzupassen. Ich kann das natürlich auch unterschiedlich variieren. Die ist jetzt groß. Diese Spurhöhe, Audiospurhöhe, mache ich klein, weil ich sage, der Ton ist vielleicht beim ersten Videoschnitt nicht so im Vordergrund. Deswegen brauche ich es hier in der Ansicht nicht so. Genauso kann ich sagen, Spur entfernen oder, was besser ist, leere Spur entfernen. Das heißt, aktuell nicht gebrauchte Spuren werden dann automatisch gelöscht. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp. Ihr seid hier in einer freien Fläche, nehmt die rechte Maustaste und hier werden euch noch verschiedene Spuren angezeigt, unter anderem Clipmarker-Spur anzeigen. Ihr seht, hier fügt sich eine Spur ein und jetzt habt ihr die Möglichkeit, eine Markierung hier zu setzen und zwar auf einen Clip bezogen. Das bedeutet, ihr könnt jetzt hier mit der rechten Maustaste Clipmarker hinzufügen. Wir nennen es mal Test. Jetzt ist dieser Clipmarker fest verbunden mit diesem Clip. Ihr nehmt den Clip, schiebt ihn irgendwo hin und dieser Clip bleibt fest daran, egal wohin ihr das zieht, auch wenn es auf einer anderen Videospur gezogen ist. Wenn ihr hier oben in der Zeitachsenmarkierung reinklickt mit der rechten Maustaste, dann habt ihr die Möglichkeit, einen Zeitachsenmarker hinzuzufügen. Und der zeigt euch die Markerzeit des Gesamtfilmes an. So, ihr habt jetzt hier zwei Clips, aber die komplett unterschiedliche Bedeutung haben. Das schiebe ich hier weg und ist immer fest mit dem Marker, mit dem Clip verbunden. Und hier habe ich auf der Zeitachse eine Markierung. Für was brauche ich das? Es kann sein, dass ich sage, egal wo der Clip liegt auf meiner Zeitachse später mal, an dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall irgendwas einfügen. Ein Text, ein Übergang, Musik, Sprache, keine Ahnung. Ihr wisst aber noch nicht, wo der Clip genau hinkommt. Und hier wisst ihr ganz genau, an dieser Stelle, 1 Minute und 18, da wollt ihr irgendwas einfügen. Auch hier geht es darum, wollt ihr Sprache, Musik, Übergang oder sonstiges einfügen. Aber ihr wisst genau, an dieser Stelle muss irgendwas passieren. Und den habt ihr im Vorfeld fest definiert. Das Video wurde wieder deutlich länger als gedacht, aber das Spurmanagement ist halt nicht ganz so trivial und da gibt es eine ganze Menge an Feinheiten zu beachten, um einfach den Videoschnitt für sich einfach zu gestalten und jederzeit den Überblick über seine vielen Spuren zu haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal. Im nächsten Teil geht es darum, wie wir unser erstes Video selbst schneiden und dafür nutzen wir hier dieses Magic-Werkzeug. Ich zeige euch auf, wie es funktioniert und wo auch die Grenzen von diesem Werkzeug sind. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.